wie wichtig einfach so ein Auftaktsieg ist, 1-0 in Dresden gewonnen. Da sieht man, was für ein Brustlöser das vielleicht auch sein kann. Ja, sehr wichtig, dass man gut in der Saison startet. Ich glaube, es war der erste Auswärtssieg seit Sandhausen, schon über ein Jahr her. Deswegen, ja, war es mal wieder Zeit, auswärts zu gewinnen. Und ja, umso schöner, wenn man 3 Punkte dann auf der Seite hat. Wenn du das Spiel betrachtest, was war gut? Wo sagst du, da gibt es noch Verbesserungsansätze? Ich glaube, dass wir defensiv sehr gut gearbeitet haben. Klar, die ab und zu mal die Chance zugelassen haben, aber ansonsten sind wir, glaube ich, gut gestanden. Und ja, nach Spielen nach vorne ist noch viel Luft nach oben. Dann müssen wir die nächsten Wochen arbeiten. Aber ich glaube, das war ja gerade mal defensiv, haben wir eine gute Ordnung gehabt und deswegen war es in der Hinsicht ein guter Auftritt. Du als Spieler kannst es am besten beurteilen. Wie weit seid ihr schon mit der Spielidee vom neuen Trainer? Ja, der hat selber gesagt, es wird ein paar Spiele dauern. Ja, so ist es. Ich glaube, es wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, wir haben sich schon ein bisschen verinnerlicht. Aber sowas braucht natürlich auch Zeit. Ich glaube, sowas kann man in einer Vorbereitung nicht alles verinnerlichen. Deswegen, ja, ich glaube, ich brauche noch ein paar Spiele mehr, um das besser in die Mannschaft reinzubringen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ihr habt ja auch einen Kopfballungeheuer seit gestern. Klar, er wurde geholt, um Tore zu machen, aber auch ein perfekter Einstand für Dovedan. Ja, absolut. Ich glaube, der hilft uns sehr weiter mit seinem Spiel. Sehr trickreicher Spieler, der man auch mal ein, zwei Spiele ausspielen kann. Und ja, also hilft uns hier weiter. Viel Spaß mit ihm. Ist ein lustiger Kerl. Deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben. Für dich auch eine neue Rolle jetzt in der Abwehrkette. Wann hat es der Trainer so gesagt, Mensch, da sieht er dich? Und wie hast du dich selber gefühlt? Also er hat mich vor dem Rapid-Wien-Spiel einmal im Training hat er mich ausprobiert da und dann auch im Spiel in Wien und Paris gebracht und denkt, da habe ich es ganz gut gemacht und mir gefällt die Rolle und wenn der Trainer mich da spielen lassen will, dann spiele ich da gerne. Ja. Lange Woche, dann HSV, erstes Heimspiel, auch wieder ganz besonders und ein richtiger Knaller, wo man eigentlich an Erstliga denkt. Ja, kann man so sagen, aber ich glaube, es wird ein hartes Stück Arbeit gegen HSV. Die spielen, glaube ich, jetzt dann gegen Darmstadt heute. Und ja, werden wir mal ein bisschen beobachten, wie die spielen, aber ja, wird ein heißes Spiel. HSV gilt ja auch als Mit-Top-Favorit auf den Aufstieg. Ist es gerade für euch gut, dass man ein gutes Auftaktprogramm hat mit Dresden, HSV, dann Pokal, wo man dann weiß, auch relativ früh, wo der Weg hingeht und wo man steht? Ja, also man kann es eh nicht beeinflussen. Man muss sie nehmen, wie sie kommen, also wie der Spielplan gerade so ist. Und deswegen, ja, also wir freuen uns auf das Spiel am Montag. Ich glaube, werden einige Zuschauer kommen und denke, dass wir da ja nachlegen wollen. Schrei vor Frucht mit Fruit to Go. Fruit to Go von Frankenbrunnen.